Nicht zum ersten Mal beschäftigen wir uns in diesem Haus bei den Urgencies mit Pakistan. Im Mittelpunkt steht dabei immer religiöse Intoleranz. Und die Taliban sind eine terroristische Sekte, die alles bedroht, was ihren verrückten Interpretationen des Islam im Weg steht. Vermeintliche Abweichungen vom Islam und vor allem Mitglieder anderer Religionen sind das Ziel ihrer Attacken. Am Ostersonntag in Lahore, wo Menschen friedlich zusammenkamen, das Ziel waren Christen, unter den Opfern befanden sich auch viele andere Moslems, waren in der Mehrheit. Diese Form der Gewalt ist abscheulich und verbrecherisch. Und ich glaube, dass wir alles damit tun müssen, um diese Bedrohung abzuwehren. Und wir erwarten von Pakistan, dass es rigoroser gegen diese terroristischen Gruppen vorgeht.